Guck doch mal da, Mensch, hey. Willkommen, meine Damen und Herren, zum heutigen Video. Wir haben wieder einen Overwatch XP Reward bekommen, sehr schön. Und noch, ach ja, genau, und von Mr. Phönixdrachen noch ein Sticker. Vielen, vielen Dank an dich. Und natürlich vielen Dank an alle, die mir Glückwünsche geschickt haben, Weihnachtswünsche, neues Jahr, guten Rutschwünsche und so weiter. Natürlich wünsche ich euch das allen auch. Ich habe eben für euch ein Macht-Spaß-Video aufgenommen. Und ja, fang dann gleich an, das zu bearbeiten, aber das wird heute natürlich nichts mehr, ne? Also wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, ist es 16:30 und bis ich damit fertig bin, ist es dann vielleicht 9. Das heißt, es würde dann heute eh nicht erscheinen. Damit aber generell irgendwas kommt, machen wir jetzt einfach nochmal zusammen in Overwatch und ich erzähle so ein bisschen, wie halt meine letzten paar Tage waren. Also vor allem hinsichtlich der Silvestergeschichte. Da fragen nämlich viele, ob ich voll der Knaller bin, also viele Böller kaufe und rumknall und hin und her und pipapo. Bei mir war das früher extrem. Alles klar. So, auf ein neues. Also, ja, gerade in jungen Jahren war das für mich eine ganz besondere Sache. Silvester an sich und eben die Knallerei, Bömmchen bauen, Raketen steigen lassen und bla bla bla. Ach, sehr gut, keiner, der sich dreht. Auch jetzt im vorangeschrittenen Alter gefällt es mir immer noch, nur nicht mehr so exzessiv. Oder ich betreibe es nicht mehr so exzessiv, wie ich es früher gemacht habe. Früher habe ich wirklich unzählig viele Böller gekauft, Raketen gekauft, eben einfach Silvesterkram gekauft. Aber mittlerweile... Also Nummer 1 mag Nummer 2 nicht, so wie er ihn anballert. Ich bin gespannt, ob das wieder ein Cheater gegen Cheater-Spiel ist. Mal gucken. Also die Teas sind im Moment dann noch AFK, ist es noch Warm-Up. Mal schauen, was passiert. Naja, ja, früher hat man, oder habe ich sehr, sehr viel eingekauft. Extrem viel. Aber jetzt, also alleine auch schon, weil es halt auch teuer ist. Ne? Man kann ja sein Geld nicht einfach verbrennen, sozusagen. Beziehungsweise es fühlt sich irgendwie auch nicht so gut an, wenn man es halt einfach verbrennt. Es ist nicht mehr so wie früher, aber es ist immer noch cool. Auf jeden Fall. Ich freue mich auch drauf und ich habe auch eingekauft. Also ich habe... Raketen, ich habe noch Böller und Kracher und Fats von den letzten paar Jahren. Also ich habe, wie gesagt, in der Vergangenheit immer so viel gekauft, dass ich 2, 3, 4 Mal hätte Silvester feiern können, ohne was zu kaufen. Und das brauche ich jetzt so langsam auf. Ich habe jetzt 3, so, ihr wisst schon. Boah, ach du Scheiße. Wie er durch die Wand schon anlockt da auf Lilly. Gott, wie heißen die denn jetzt? Diese Pakete, die halt automatisch schießen. Batterien. Ich habe 2, 3 Batterien. Raketen, ganz viele und eben Böller und so ein bisschen buntes Zeug. Wir werden eh ganz langsam und gemütlich machen. Also mein Freund und ich, wir werden den ganzen Abend Raclette futtern und Filme gucken und dann eben um 0 Uhr rausgehen und rumbollern. Wobei wir nicht weit weggehen werden. Also wir sind in der Vergangenheit sehr, sehr oft... Alter, der kann doch nicht mehr springen. Habt ihr das gesehen? Wir sind in der Vergangenheit sehr, sehr oft... weiter weg, ein gutes Stück weiter weg in die Weinberge und haben halt da dann geknallt und auch eben das Feuerwerk angeschaut, weil man natürlich aus oder von einem Berg besser Feuerwerk betrachten kann, als wenn man da drüben steht. Ja, war immer eine schöne Sache, aber jetzt haben wir auch die Katze. Das ist jetzt ihr erstes Silvester und da will meine Freundin halt so ein bisschen bei ihr sein. Also, dass wir jetzt halt nicht 3 Stunden wechseln, wenn es knallt, sondern dass sie dann eben auch immer mal wieder reingeht und guckt, was die Katze halt so treibt, wie sie es so aufnimmt. Also, ihr wisst ja, die Babolak, die ist ziemlich unbeeindruckt von allem Möglichen. Wenn wir den Staubsauger anschmeißen, dann kommt die Katze auch her und guckt und interessiert sich für den Staubsauger. Sie hat nur Angst vorne halt vor dem Saugstutzen, aber nicht vor dem Geräusch, was ja eigentlich auch gar nicht so normal oder typisch ist bei Katzen oder für Katzen. Ja, deswegen denke ich, dass es gar nicht so schlimm für sie sein wird. Mal schauen, wir werden sehen. Aber ja, ich habe natürlich etwas eingekauft. Ich habe mir schon vor längerem mal überlegt, wenn ich älter werde, werde ich wohl mehr auf Batterien setzen, weil man da halt einfach anzündet und dann geht's los. Und das ist auch immer wieder eine schöne Sache, ne? Gerade wenn man halt gute hat, also... Klar, wenn man sich jetzt so ein ich will es gar nicht vom Preis aus machen, wenn man sich halt einfach so ein Kackding holt, das so ein bisschen rumrödelt und das war's, das ist einfach nichts. Also wir haben letztes Jahr eine gehabt, ich weiß nicht mehr, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Dieses Teil haben wir auf die Terrasse gestellt bei uns und ich habe es angesteckt und dann macht's wupp und die Terrasse hat schon fast wie vibriert. Also man hat einfach diese Erschütterung gespürt, das ist auch immer kurz so gesprungen. Es war echt ein dickes Teil, voll die Teamflash, du Dödel. Ja klar, ich meine, wir wissen hier jetzt eigentlich Bescheid, ne? Also der letzte Fall war ja auch sehr eindeutig, da hatten halt alle an. Da habe ich ja auch live, da habe ich auch live gedrückt, ja. Und das gerade eben beim Spinbotter, naja, was soll ich dafür sagen? Ja, da hat die ganze Terrasse gewackelt und meine Freundin ist sofort rein. Ich habe gesagt, komm raus, du siehst ja gar nicht, was die macht, weil die schießen halt auch dann 20, 30, 40 Meter hoch. Und da muss man, wir haben noch so ein Vordach, da muss man halt auch dann drunter vor, um zu gucken, um hochgucken zu können. Aber sie hat sich gar nicht rausgetraut, das Ding war wumm! Das war echt saukrass, also das hat richtig Bock gemacht. Ja, und da habe ich jetzt wieder eine und dann noch so 2 etwas kleinere und eben Raketen und so Kram. Ich habe gesehen, dass es Raketen gibt, die einzeln verkauft werden, in die man Wünsche einfügen kann. Oh mein Gott. So, Monsieur, der Tatbestand des Griefers ist aktuell auch für dich gedrückt.
ist ein Zettel dabei und ich dachte kurz so, okay, ist da irgendwie so ein kleines Säckchen oder ist da irgendwo ein Einlass, wo man das reinstecken kann? Und das ist einfach komplett billig oben in das Hütchen reingesägt. Einfach reingesägt, wo man den Zettel reinsteckt. Das ist schon wirklich... Ich dachte kurz, es wäre vielleicht irgendwas Fancyes. Ich weiß nicht wie, aber ich wollte es auch nicht kaufen. Ich dachte nur, oh, was ist das? Kostet irgendwie 3 Euro oder sowas. Eine Rakete. Und die war noch nicht mal wirklich fett. Also das, naja. Ich dachte, oh, das muss was Besonderes sein. Ne? Eine, die den Wunschzettel dann schreibt an den Himmel. Aber nein. Einfach nur so ein billig Ding mit einem Zettelchen dabei und die war aufgesägt. Also richtig verschissen. Ich habe es halt meiner Freundin gezeigt und dann haben wir gesagt, naja, also wenn wir sowas machen wollen, sägen wir halt eine Rakete auf, die wir haben. Also oben das Plastikkäppchen. So einen kleinen Schlitz und machen dann da einen Zettel rein, wenn man sowas überhaupt machen will. Aber ach ja, und was mir auch ganz gut gefällt, jetzt seit neuestem sind diese Heuler-Batterien, diese Screamer, die diese Heuler halt rausschießen. Heuler fand ich früher als Kind schon immer sehr, sehr cool. Damit haben wir uns immer abgeworfen. Also früher, lang ist es her. Ich glaube, die gab es auch mal eine Zeit lang gar nicht einzeln zu kaufen. Kann man die jetzt wieder einzeln kaufen? Ich weiß es gar nicht. Früher konnte man Heuler einfach in 5er, 10er, 20er Paketen halt kaufen. Und die hat man dann angesteckt. So gehalten. Natürlich ist auch so gehalten, weil die halt heulen. Und dann hat man gewartet, bis sie losgehen. Und dann, wenn man sie geworfen hat, sind sie ziemlich gerade geflogen. Und damit haben wir uns halt gegenseitig abgeworfen. Macht das nicht, das ist gefährlich. Hört auf. Denkt dran, Leute. Böller, nur wenn ihr alt genug seid. Nur wenn die Eltern dabei sind. Nur wenn ihr euch nicht verletzt. Dankeschön. So als kleines Disclaimer. Und diese Batterien finde ich jetzt ziemlich cool. Was war denn das eben? Er ist komplett am Abgehen. Er beamt sich einfach auf eine andere Map. Ich guck mal kurz nach den Shadarinos. 16-0. Boah, guck mal. Alter Falter. Die armen Tees. Also hier ist es scheinbar nicht so, dass die Tees auch hacken. Beziehungsweise, wenn doch, dann haben die Tees wirklich ganz, ganz schlechte Hacks. Also, so wie der, die gerade eben zerdrückt hat, falls sie, ne, dann war da nichts. Aber ich glaube eher, dass das ein oder zwei Hacker waren, die gegen ein clean Team gespielt haben. Sehr bitter. Ich mach mal kurz das Ding, aber ich schneide es dann raus. Ihr müsst raten, was ich ihm wohl alles gedrückt habe. Was glaubt ihr, was er verdient hat? Ja? So, die Drückung ist geschehen. Ich mache euch mal direkt noch was Kleines auf. Und zwar gibt es auch hier in dem Video was für alle, die eben aktiv an den Kommentaren teilnehmen, an dem Thema, das vorherrscht. Und zwar, ja, irgendein Sticker. Werde ich dann dementsprechend einen schicken raussuchen. Irgendeiner von den Sticker. Also das sind nicht alle Sticker. Ich habe noch ein paar andere hier. An ein Mädchen zum Beispiel den hier. Zack. An einen Buben vielleicht so einen Drachen. No? Oder ein Feuerwehrauto. Ja, ihr wisst, was ich meine. Früher war es halt viel mehr bei mir diese Böllerei und Bombenbauerei. Aber auch nicht einfach Böller anzünden, wegschmeißen, puff, puff, puff. Sondern irgendwas auch damit gemacht. Also ich erinnere mich, dass ich mit meinem Vater mal... Wir waren irgendwo an der Mauer. Also da war so eine kleine Mauer in der Nähe. Und da haben wir dann einfach den Dreck aufgestellt, der da halt rumlag. Und haben den mit Böllern abgeworfen. Also versucht, den mit Böllern umzuknallen. So Zeug halt oder... Wir hatten früher diese Sonnen. Wir haben die nur Sonnen genannt. Also es waren kleine... bunte Teile, die hat man angezündet, die waren ganz hell, ganz grell, haben kaum ein Geräusch gemacht und sind nur ganz hell abgebrannt. Sehr lange, also bestimmt so 20 Sekunden und dann waren sie weg. Und über dem Sandkasten bei meiner Cousine, bei der wir gefeiert haben, stand wohl mal ein Pavillon oder ein Zelt oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall waren da noch ein, zwei Pavillon- oder Zeltstangen gestanden. Und in so eine ganz dünne Stange hat zufällig genau so eine Sonne reingepasst. Und ich wusste im Vorfeld nicht, dass die Stangen so dünn sind. Vielleicht war da auch einfach nur irgendwas drüber gespannt, ein kleines Tuch oder so. Auf jeden Fall haben wir da dann einen reingemacht und der ist dann runtergegangen, angegangen, ist halt irgendwo hängen geblieben und hat die Stange einfach dann an dem Stück kaputt gemacht, also durchschmolzen halt. Und wir gucken so drauf, so wow, oben kommt der Rauch raus, wie cool. Aber dann kam der Rauch auch aus der Seite raus, ja. Und grelles Licht und dann war die Stange halt kaputt. Naja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon eingekauft? Seid ihr überhaupt so Silvester-Leute oder eher gar nicht? Und freut ihr euch schon auf das neue Macht-Spaß-Video. Ich muss es noch schneiden, ich werde mich jetzt gleich ein bisschen dran setzen, morgen den Rest machen und wenn alles klappt, dann kommt es morgen zu Silvester passend. Wobei das Thema jetzt nicht zwingend passend zu Silvester ist, also das, was ich da gemacht habe, aber ich glaube, es ist ziemlich cool geworden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, auch natürlich wieder vielen Dank für die Daumen nach oben. Im Moment haben wir die 100er-Serie schön im Kasten, immer wieder bam, 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 das freut mich natürlich sehr. Soweit, so gut. Und einen guten Rutsch, meine Damen und Herren.